Online-Festival 2024 ist fertig. Wir hatten tolle Gäste. Einer davon warst du, Lorenz. Erzähl uns kurz, wer bist du? Ich bin Kinderarzt am Uniklinikum Bonn, am Zentrum für seltene Erkrankungen. Schön, dass du da warst. Wie hat es dir gefallen? Erik, grandios. Es war in jeder Hinsicht begeisternd, weil ihr unterschiedliche Facetten an die Tische gebracht habt, weil es euch gelungen ist, glaube ich, Themen zu behandeln, die so bislang keine Stimme gefunden haben. Das wurde deutlich. Es ist euch auch gelungen, damit viele Menschen zu erreichen. Das finde ich fantastisch. Und das Lob, was ja von ganz vielen unterschiedlichen Menschen kam, dass ihr es geschafft habt, dass mit Empathie, mit Verständnis, mit Sachverstand auf die Schiene zu bringen, das ist grandios. Dafür gratuliere ich dir sehr. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß aber auch, dass wir immer nur so gut sind wie unsere Community, unsere Gäste und alle, die hier zusammen für das Gleiche arbeiten, nämlich dass selten irgendwann ganz normal wird. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. LoudRare bedeutet nicht nur Stimme für 4 Millionen Betroffene, bedeutet nicht nur die Geschichten, die wir erzählen auf YouTube oder hier die 30 Betroffene, die jetzt im Rahmen der Mensch-wie-du-Kampagne oder auf dem LoudRare Online-Festival gesprochen haben. Nee, es bedeutet auch die ganzen Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass diese Dinge passieren können. Diese Menschen vom LoudRare-Team, aber auch von unserer Haus- und Hof-Filmfirma Pionierfilm, mit denen wir immer und gern arbeiten. Und also, ihr habt so viel mitgekriegt. Heute ist Mr. Daniel, der ist von Pionierfilm. Richtig. Hier. Ja, ihr begleitet uns schon arg lang. Ja. Und wie gefällt es dir, mit uns zu arbeiten? Sehr gut. Also es ist ja nicht nur auf der menschlichen Basis passt es ja irgendwie zusammen, sondern auch die Projekte, die ihr in unser Unternehmen reingetragen habt, die beschäftigen uns natürlich auch. Und man kriegt da halt auch privat und so, denkt man da ganz anders drüber nach. Also es sind auch Themen, hatten wir jetzt so auch noch nie gesehen. Und dann kriegt man das so mit und denkt so, okay, krass. Also da taucht man in eine Welt ein, die es davor nicht gab. Und wir sind mega glücklich und mega stolz, dass dann auch quasi den Leuten, die da was zu erzählen haben, quasi das auch zu ermöglichen durch unsere Technik, die wir da halt bedienen. Genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, um diese wichtigsten Messages eben nach außen zu bringen. Ohne euch wird es nicht gehen. Wir sind so happy, dass ihr Teil der LoudRare Family seid. LoudRare Online Festival 2024 ist fertig. Tolle Gäste, tolle Themen, super viele Zuschauer, tolle Gäste. Einer davon steht neben mir, Christian. Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Christian Wiedmann, ich bin Fachanwalt für Sozialrecht und bei der Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen in Aschaffenburg angestellt und betreue dort die sozialrechtlichen Fragen für unsere Patienten. Du warst zum ersten Mal auf unserem Festival. Wie hat es dir denn gefallen? Es war wirklich fantastisch, das muss ich sagen. Also auch nicht nur die Veranstaltung selber, so dass diese Aktion, sondern auch abends viele Menschen zusammengeführt, die sonst nie zusammengekommen wären, glaube ich. Viele Geschichten gehört und ein Format, das ich so noch nicht erlebt habe. Und ich glaube einfach, dass wir können sehen, wie sehr sich das alles entwickeln kann. Und jetzt habt ihr so einen Schritt gefunden oder einen Weg, eine Tür geöffnet, dass man diese seltenen Erkrankungen viel besser, sagen wir mal, nach außen tragen kann. In der Art und Weise, die Musik, die zwischendurch geführt wird. Also es waren auch so einige so kleine Baustellen, die einfach das sehr perfekt gemacht haben. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ich habe sehr mit den Menschen kennengelernt. Vielen Dank, dass du da warst und kommst wieder, ja? Total gerne, ja, sehr gerne. Danke dir. Bei LoudRare geht es um die Betroffenen, um Menschen mit seltenen Erkrankungen und deren Geschichten. Eine Geschichte, die wir gehört haben die letzten 2 Tage, war die von Carola und ihrer Mutter Birgit. Wie hat es dir bei uns gefallen? Sehr gut. Ich habe eine Kamera. Ich habe auch sehr viel gelernt, weil ich selbst noch nicht so in der Bubble drin war. Ich hatte jetzt nur meine eigene Erfahrung, die ich teilen konnte. Und auch der Professor bei uns und auch der Jeff, dadurch habe ich sehr viel gelernt. Es war auch voll interessant, das alles mitzubekommen. Und auch die Awareness zu schaffen, das fand ich auch komplett wichtig. Und das war voll schön davon, so ein Teil sein zu können. Okay. Gibt's was dir noch besonders aufgefallen ist oder was dir besonders gefallen hat?
Ich fand vor allem, dass dieses offene Thema, was wir hatten mit dem, dass wir noch so viel zu tun haben in der Zukunft, vor allem mit Wissensmanagement und dass man das auch irgendwie organisatorisch alles ein bisschen besser ordnen sollte, das fand ich auch komplett wichtig, weil ich das gar nicht so realisiert habe. Bis jetzt, wie weit auf dieser Weg zu der Diagnose sein kann. Mhm. Das fand ich auch komplett interessant. Und dadurch, dass ich selbst im Thema noch gar nicht so drin war, das jetzt alles so, also wir haben das wirklich sehr gut dargestellt, dass ich das, auch ich das verstehen konnte. Deswegen glaube ich, dass das Beste deswegen auch sehr wichtig für andere Leute sein kann, die da erst wollen dazukommen. Das fand ich komplett schön. Oh, das ist eins unserer Ziele, dass Leute, die neu betroffen sind von den Erfahrungen die der anderen, die vielleicht schon länger, Jeff hat es genannt, im Business sind, davon profitieren können. Vielen Dank, dass du Teil der Loudrea-Familie bist. Ja, danke auch. Willkommen zum Loudrea Online Festival. Zweiter Tag geht heute los. Ich habe Jeff da heute. Jeff, wer bist du? Ich bin Jeffrey, bin 42 und bin semi-Betroffener. Meine Partnerin und Ehefrau ist Erkrankte an 3 chronischen Erkrankungen und 2 davon selten. Und du hast dich quasi entschieden, das Thema, darüber muss gesprochen werden, komme ich mal dahin zu den Leuten von diesem Loudrea Festival und erzähl mal mit den Leuten am Tisch. So könnte man das sagen. Also ich würde behaupten, ich wurde gefunden und gefragt, ob ich das machen möchte. Und da dieses Awareness-Thema prinzipiell eine große Sache ist, habe ich gesagt, ja, mache ich sofort. Wer hat dich gefunden? Diese Vaterseits-Menschen und die Loudrea-Menschen. Jeff, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich voll. Loudrea ist besonders, weil hier mit den Betroffenen und nicht über die Betroffenen gesprochen wird. Loudrea ist aber auch besonders, weil viele Partner aus also Pharmaunternehmen und andere Unterstützer hier zusammen eine gemeinsame Aktion unterstützen. Und Loudrea ist besonders, weil wir, glaube ich, das neue Format in der Rare-Welt sind. 3.500 Zuschauer an einem Tag kann man machen. Nächstes Jahr sind es 5.000.